Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Und heute stelle ich euch das Kiwi Design Elite Strap vor. Und das ist für alle interessant, die eventuell ja noch das originale Oculus Quest 2 Headstrap haben, wenn man es denn so nennen kann, ja. Oder ihr seid nicht mit eurem originalen Oculus Elite Strap zufrieden. Dann wäre das eventuell was für euch. Da gab es ja auch Qualitätsprobleme, dass es hier irgendwo gerissen ist und ja, machte keinen so guten Eindruck. Klar hat Oculus ausgetauscht, aber dennoch, ja, hinterließ das einen faden Beigeschmack meiner Meinung nach. So, dann zeige ich euch mal ganz kurz die Seite von Amazon und ja, hier seht ihr das Kiwi Design Elite Strap, kostet 46,99 €. Der Link unten in der Beschreibung ist mein Affiliate-Link dazu und wenn ihr das darüber kaufen solltet, dann kriege ich kleine Prozente von Amazon, ihr bezahlt aber nicht mehr und ihr unterstützt somit meinen Kanal. Und ja, ich habe es noch nicht ausgepackt, das Kiwi Design Elite Strap, und so sieht es aus. Ich bin gespannt, was es für einen Eindruck macht und ich werde natürlich ein Unboxing machen, ein Zusammenbauvideo und dann natürlich auch ein ganz, kleines Fazit, wie ich es finde und so weiter und so fort. Und ja, ich bin echt gespannt, was das für 47 € bietet. Und dann stelle ich es einfach mal hier auf groß und ihr seht dann mal, wie ich das hier auseinanderpacke. Und ja, als allererstes werde ich mal hier den Cut machen und dann schauen wir uns mal an, was da so drin ist. Vielleicht ist auch was ganz anderes drin, wer weiß. So. So. Ja, hier haben wir einfach ein kleines Replaceable Headstrap, User Manual, ne? Da wird nochmal erklärt, wie das zusammengebaut wird und so weiter. Also nichts wirklich Besonderes, sage ich mal. Dann ist das alles in einer Tüte eingepackt. Ich schiebe das einfach mal hier weg. So. Mal schauen, mal schauen. So, wir haben hier ein schönes Tuch der Firma Kiwi. Mikrofasertuch ist es. Hier haben wir einmal das Gesicht, nee, nicht das Gesichtspolster. Das Polster, was hinten wahrscheinlich anliegt, denke ich einfach mal, oder? 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 Ist es Gesichtspolster? Schauen wir uns gleich an. Nee, kann nicht Gesichtspolster sein. Ich erzähle Quatsch. So, da sieht man, ich habe es komplett ausgepackt, ohne dass ich mich vorher irgendwie informiert habe. So, es ist auf jeden Fall das Polster, was hier hinten an unserem Kopf anliegt. Fühlt sich auch echt sehr, sehr gut an, muss ich sagen. Ist so eine Art ja, Kunstleder, lässt sich wahrscheinlich auch gut leicht abwaschen. Hier hinten haben wir so, ja, so Klicker, sage ich mal. Da wird es hier in diese Einführung eingeklickt und schauen wir uns das Ganze mal an. Hier kann man das an dem Rad das Ganze ausfahren, wieder einziehen. Ja, dann kann man das einfach mal hier anklickern. Mache ich das mal den ganzen Zusammenbau hier. Das ist die Frage, wie lange halten diese Plastikstege? Wenn man das immer mal wieder rein und raus machen muss, ja, auf der Homepage oder auf der Amazon-Seite war auch zum Beispiel, wenn man es in einen Koffer packt und so weiter, kann man das immer wieder abmachen, abnehmen und wieder dran machen. Und ja, das ist natürlich immer so eine Sache. Wie lange halten dann solche Plastikteile? Das muss man dann im Langzeittest mal sehen. Ja, hier haben wir natürlich die Schlaufe, um das vorne ins Headset einzuklicken. Und ich werde jetzt mal ganz kurz mein original Elite Strap demontieren. Und das mache ich dann mal kurz so. Also sehen wir uns gleich, wenn ich es demontiert habe. So Leute, ich habe jetzt hier die Quest vom Elite Strap entfernt und werde jetzt das Kiwi Elite Strap montieren. Und es ist eigentlich relativ einfach. Wir ziehen einfach mal hier diese Lasche hier durch. So. Da geht die Quest auch direkt an. So, ich fummel es mal ganz kurz hier durch.
Na, willst du wohl? So. Einmal hier durch. So, dann klicken wir das mal ganz kurz hier dran. Ging es auch sehr, sehr einfach. Einfach hier. Also ich tue mal meine andere Hand weg. Ja, ist ein bisschen schwieriger, aber so. Zack. Schon ist es fest. Und dann kommt das Facecover wieder dran. Da müssen wir ein bisschen hier nochmal lösen, dass wir ein bisschen mehr Luft haben. So, dann kommt das ganz einfach mal dran. Na. So. Ja, und schon ist das Ganze montiert. Also geht echt relativ einfach. Und jetzt machen wir mal ganz kurz den Test. Ich schalte nochmal hier auf groß. Und ich ziehe jetzt dafür mal ganz kurz meine Brille aus, weil ich ja auch die VR-Optiker-Linsen benutze. Und ja, ich mache es einfach mal groß. So, jetzt sehe ich direkt die VR-Welt. Und das Gute ist, man kann es hier hochklappen, weil es hier ein Gelenk hat. Und ist ganz bequem dann zum An- und Ausziehen natürlich. Und der erste Eindruck ist echt verdammt gut. Hinten mega bequem, muss ich sagen. Man kann es schön fest spannen. Wackelt auch nicht großartig hin und her. Natürlich, das ist aber bei jedem Headstrap, dass es hier so ein bisschen hin und her wackelt. Das ist aber komplett noch ganz normal. Aber ich finde es sehr bequem. Und ich kann mir vorstellen, dass es echt ja, gute, lange Sessions erlaubt, ohne dass einem jetzt ja, nicht schlecht wird, aber dass man Kopfschmerzen bekommt oder so, weil das ist immer ein großes, großes Problem, wenn man schlechte Headstraps hat. Die lassen einen dann hier hinten so einen Druck verspüren oder auch eventuell vorne und dann kriegt man echt richtige Kopfschmerzen. Und ja, ich muss sagen, das ist jetzt hier gar nicht der Fall. Natürlich werde ich das Ganze jetzt mal ein paar Tage testen und werde dann nochmal ein kleines Fazit hierzu aufnehmen und dann hier natürlich gleich an dem Video dranhängen. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich mit dem Fazit. Ja, kommen wir zum Fazit vom Kiwi Design Elite Strap. Und ich muss sagen, ich habe jetzt einige Zeit damit verbracht, ein paar Stunden und sogar auch harte Sachen wie Boxen damit gemacht und mega bequem, ich habe jetzt kein Problem gehabt damit und positiv ist, dass ich mein Modicap Soundkit auch noch installieren kann. Negativ ist, dass ich durch dieses Knickgelenk, was wir hier haben, so, sehen wir ja, ne? Man kann es wirklich dann vom Kopf, wenn man es auf dem Kopf hat, kann man es hoch und runter klappen und dadurch kriege ich das Modicap Soundkit nicht mehr weit genug nach innen geschoben, sage ich mal. Und so sind meine Ohren, ja, ich probiere es mal euch zu zeigen. So. Es deckt nicht das komplette Ohr ab. Also ich höre immer noch vernünftig, kein Problem. Aber die Einstellmöglichkeiten sind jetzt mega begrenzt. Ich kann jetzt noch das nach hier schieben, dann sind meine Ohren ganz weg. Also das ist jetzt für mich das Negative, aber gut, das Modicap Soundkit ist jetzt nicht von Oculus selber, von daher müsste man das natürlich nochmal anpassen hier. Aber nichtsdestotrotz, wenn man jetzt das Soundkit nicht benutzt, kann man trotzdem ohne Probleme hier den Sound genießen, so wie man es gewohnt ist, sage ich mal. Oder man benutzt seine In-Ear-Kopfhörer oder sonst was oder halt die originalen Lautsprecher der Quest 2. Ja. Positiv ist, es ist alles Kunstleder. Ich kann es auch nach dem Sport schön mit einem feuchten Lappen abwaschen, kein Problem. Und das hintere Polster, ich muss sagen, es ist mega angenehm. Ich kann jetzt aber noch nicht mal sagen, ob es mit dem Original Elite Strap, ob das jetzt angenehmer ist oder nicht. Also es ist schöner gepolstert. Also ich habe hier das Gefühl, es deckt mehr vom Hinterkopf ab. Diese Halterung, die ja etwas weniger, fühlt sich auf jeden Fall so an, aber auch nur, weil es gepolstert ist.
Aber ist mega bequem. Ich habe auch nach einer längeren Session, auch beim Boxkampf, jetzt überhaupt keine Schwierigkeit gehabt, dass ich hier irgendwelche Druckstellen oder so hatte. Also perfekt. Ich würde sagen, wer das Teil noch nicht hat, wer noch das originale Elite-Strap, ach, originale Quest-Headstrap hat, kann hier gerne zuschlagen. Wer jetzt schon das Elite-Strap hat und damit eigentlich zufrieden ist, muss nicht unbedingt dieses Kiwi-Design haben. Also ich würde jetzt, wenn ich es schon hätte, das Elite-Strap, das Originale, würde ich nicht nochmal umschwenken. Aber es ist echt mega bequem und ja, ich kann es durch die Bank weg empfehlen. Und ja, mal schauen, was da sonst noch so vom Kiwi-Design kommt. Die sind ja echt immer sehr erfinderisch, was das angeht, was ja unser Bereich VR angeht. Und ja, mal schauen, was ich euch dann demnächst mal vorstellen kann von Kiwi Design. Hier meckert meinen Bitdefender gerade mal. Und ja, das Kiwi Design Elite Strap für 47,99 bekommt auf jeden Fall meine Kaufempfehlung. Und wenn ihr mich unterstützen möchtet, könnt ihr das bestellen unter den Link und den Affiliate-Link, den ich euch unten in die Beschreibung packe. Und ja, damit unterstützt ihr mich dann auch noch ein bisschen. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch einen schönen Tag und Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal jetzt abonnieren würdet. Glocke nicht vergessen, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ja, neue Videos, neue Livestreams gibt und so weiter und so fort. Und ja, ich sage jetzt mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.